Ist man hier in Pattaya und Umgebung unterwegs, fällt einem vielleicht auf, dass immer mehr Flächen, die früher brach lagen, mit Bäumen oder Gestrüpp bewachsen waren, jetzt hier platt gemacht werden, planiert, vielleicht als Bauland hergerichtet werden. Und neugierig wie ich bin, würde mich natürlich gerne mal interessieren, was kostet sowas? Ja, und das wollen wir uns heute in diesem Video einfach mal anschauen. Damit hallo, herzlich willkommen liebe Zuschauer, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier ein bisschen außerhalb von Pattaya in Jomtien, also hier etwa 10 Kilometer bis zum Stadtzentrum von Pattaya. Hier knappe 400 Meter, 5 Minuten zu laufen zum Jomtien Beach. Vielleicht kennt der ein oder andere Zuschauer die Ecke. Dann geht es hier hinter Richtung Najomtien, also schließt sich hier alles nahtlos an. Sicherlich ist es für viele Zuschauer ein Traum, wenn man hier auswandert nach Thailand, ein eigenes Haus zu haben, ein eigenes Auto, dazu vielleicht noch einen kleinen Swimmingpool. Abgerundet wird das Ganze dann durch eine Haushälterin, eine Köchin, eine Poolpflegerin und schon ist der alte weiße Mann doch so ziemlich zufrieden. Ja, das sind so die Träume, die man sicherlich hat, wenn man darüber nachdenkt, ja, eventuell hierher auszuwandern. Vielleicht können wir am Anfang des Videos mal so ein kleines Ratespiel machen. Ihr könnt ja mal im Kopf überlegen, wenn ihr bereits Land hier in Thailand gekauft habt, wie viel ihr dafür bezahlt habt pro Rei. Könnt ihr ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Es ist natürlich absolut abhängig, immer von wo die Lage ist. Auf einem Dorf im Zahn wird das sicherlich deutlich einfacher werden als in einer Metropole wie Bangkok, Pattaya oder ganz zu schweigen von den Inseln. Deswegen habe ich mir auch nicht unbedingt jetzt die Mühe gemacht, hier hundertprozentig auszurechnen, was kostet der Rei hier, was ist der Durchschnittswert. Da gibt es scheinbar sowieso kaum richtige Angaben, wie die Immobilienfirmen, wie die Makler dann ihre Preise festlegen. Ja, vielleicht regelt es dann auch die Nachfrage. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig in Regionen wie Pattaya, Jomtien und alles, was in Küstennähe ist, hier ein Einfamilienhaus vielleicht bauen zu können, auf einem Grundstück, was dann direkt ans Meer angrenzt. Der Traum ist natürlich für viele da. Ich habe auch in einigen älteren Videos immer mal so Kommentare gelesen. Ja, ich habe hier eine wunderbare Poolvilla direkt am Beach von Pattaya, nur 50 Meter bis ins Wasser. Ja, wenn ich selber hier so unterwegs bin, ich habe davon noch keine gesehen, die im privaten Besitz sind. Aber vielleicht hat der eine oder andere Zuschauer da auch Glück gehabt. Was ich hier im Internet so exemplarisch mal auf einer Webseite mir angeschaut habe, sind exorbitante Preise, die hier aufgerufen werden. Sicherlich nicht jedes Stückchen Land ist auch dafür geeignet, hier ein Einfamilienhaus sich hinzubauen und so weiter. Vieles davon ist kommerziell gedacht, dass da halt neue Hotels, neue Kondos und so weiter entstehen. Allerdings, wenn man hier sieht, ja, so ein Rei zwischen einer Million oder nach oben offen 50, 60, 70 Millionen pro Rei, dann ist das natürlich schon eine Summe, da wird dem normalen Auswanderer, dem normalen, ja, vielleicht der von einem kleinen Einfamilienhaus träumt, schon mal ganz anders bei solchen Preisen. Allerdings, wie gesagt, derjenige, der sich in dieser Größenordnung für solche Ländereien interessiert, der wird sicherlich das nötige Kapital haben, den schocken solche Preise nicht. Und er denkt sicherlich auch nicht daran, seine 120 Quadratmeter kleine Poolvilla dorthin zu bauen, sondern dort entstehen natürlich dann neue Kondos, neue Resorts, neue Villenanlagen, vielleicht auch das ein oder andere neue Hotel, was hier hochgezogen wird. Wir hatten ja auch schon in sehr, sehr vielen Videos darüber gesprochen, dass die sehr, sehr schnell sind, wenn es hier darum geht zu bauen. Viele Kondos hier, die innerhalb von 1 bis 2 Jahren fast fertiggestellt werden, so dass sie dann auch schon bezugsfertig werden. Dann wird rundherum noch ein bisschen, ja, die Grünanlagen, die Poolanlagen und so weiter gebaut. Aber die ersten Leute wohnen dann schon dort. Als gutes Beispiel sei mal das Copacabana hier genannt, an der Jomtien Beach Road am Nightmarkt. Vielleicht kennt es der ein oder andere diese Ecke. Das ist mittlerweile auch sehr, sehr gut belegt, obwohl immer noch Bauarbeiten im hinteren Bereich stattfinden. Also das geht hier teilweise sehr, sehr schnell. Und wenn man halt das nötige Kleingeld mitbringt, ja, dann ist dann hier auch fast alles möglich. Ja, dann schauen wir uns mal hier in der Umgebung noch so ein paar Ländereien an. Wie gesagt, das war bis vor kurzem alles hier noch mit Bäumen bewachsen, sehr wild.
wo man dann auch von Hunden, wenn man hier nachts spazieren gegangen ist, angefallen wurde und so weiter. Alles mittlerweile hier planiert. Also hier haben noch einige Leute Großes vor und werden dann hier Jomtien und natürlich auch Pattaya immer weiter in die Peripherie bauen. Die sehr, sehr guten Grundstücke, 1A-Lage, was man sich halt so als Tourist vorstellen könnte, sind sehr, sehr knapp. Und dann geht es halt immer weiter, auch hinter der Sukhum Witrot und so weiter. Auch dort wird sehr, sehr viel Land erschlossen. Dort stehen auch mittlerweile bis hoch zum Silver Lake sehr, sehr viele Villenanlagen. Allerdings, so zumindest aus meiner Wahrnehmung, dort vielleicht dann noch zu moderaten Preisen, dass man sich das also auch als Ausländer vielleicht noch leisten könnte. Thematik, ob man sich und unter welchen Voraussetzungen als Ausländer hier ein Grundstück überhaupt kaufen kann in Thailand, das würde für dieses Video heute hier ein bisschen zu weit führen. Da hatten wir auch schon einige Videos zu dem Thema gemacht. Könnt ihr gerne mal auf dem Kanal suchen, wenn euch das Thema tiefergehend interessiert. Die Voraussetzungen sind ja ein bisschen gelockert worden, so dass man also auch sagen kann, okay, man braucht nicht mehr unbedingt eine thailändische Partnerin oder eine Firma und so weiter. Allerdings die Voraussetzungen, die man hier seitens der Regierung dafür geschaffen hat, zum Landerwerb für Ausländer, sind nicht ohne und sind dann wahrscheinlich auch gleich wieder in einer Region, naja, wo der Otto-Normalverdiener nicht mal im Ansatz mitreden kann, plus alle anderen Dinge, die man dazu noch bräuchte, um überhaupt in diesen Genuss zu kommen, dieses Investment hier durchzuführen. Kurz mal nur angedeutet, Visa, Versicherung und alles, was dazugehört. Und wenn man das Land dann hat, heißt es ja noch lange nicht, dass das Haus noch dort steht oder dass dann halt das Kondo oder Hotel oder was auch immer gebaut wurde. Das wird dann weitere Millionen und Abermillionen verschlingen in Thaibaht, teilweise aber auch sicherlich schon im Euro-Bereich. Das sind alles so Dinge in Größenordnung. Ja, da fehlt mir auch so ein bisschen das Gefühl dafür. Ich kann euch nicht sagen, ob es angemessen ist, für einen Reih hier 50 Millionen Thaibaht auf den Tisch zu legen und mehr. Es kommt sicherlich immer darauf an, welche Ideen ich habe, was möchte ich mit meinem Grundstück machen, wie soll das alles aussehen in Zukunft. Eine Entscheidung, die man vielleicht auch nicht als Privatperson trifft in diesen Größenordnungen, sondern eher als Investor, der dann vielleicht auch ganz, ganz andere Vorstellungen hat, um das vielleicht das Geld, das man investiert hat, wieder refinanzieren. Wie man an diesen Bildern sieht, es wird fleißig planiert, immer weitere Grundstücke kommen dazu. Und wir sind hier doch schon ein ganzes Stückchen weit weg. Ihr habt es ja vielleicht am Anfang vom Video noch gesehen. Bis hier raus fährt man von der Pattaya Innenstadt mal freundliche 20 Minuten, wenn der Verkehr einigermaßen gut ist. Und trotzdem scheint es für Investoren sehr, sehr interessant zu sein. Und wenn man dann weiter runterfährt Richtung Najamtien, Richtung Sattaheb und so weiter, auch dort sind ja riesige Kondos, riesige Hotels im Bau. Ja, also scheinbar ist diese Lage hier immer noch gut. Wir bleiben mal bei den kleinen Dingen, an denen wir oder respektive ich mich selbst erfreuen kann, den Strandspaziergang, um all die Eindrücke von den riesigen Bauvorhaben zu verarbeiten. Der ist zum Glück kostenlos. Den Blick hat man hier fast jeden Tag. Also das ist vielleicht dann auch ein Grund, warum die Preise halt hier mittlerweile ja komplett nach meinem Gefühl durch die Decke gegangen sind.
ob es da eine Erholung gibt, ob das sich alles in irgendeiner Art und Weise normalisieren wird, kann ich euch nicht sagen. Aber man hat ja mitbekommen, und ihr seht es ja auch jetzt an den Bildern, hier wird immer weiter gebaut, die Strände werden immer weiter ausgebaut, verschönert, um halt dann vielleicht die anliegenden Grundstücke halt nochmal im Wert zu steigern, um dann halt auch den Investoren, zukünftigen Bewohnern und so weiter die Chance zu geben, hier wirklich ja, an interessanten, schönen Stränden unterwegs zu sein. Viel wird man natürlich noch machen müssen im Bereich Ordnung, Sauberkeit, vielleicht auch Naturschutz und so weiter. Vielleicht ist das alles irgendwie mal mit geplant, vielleicht wird das alles mal mitkommen. Wer weiß das schon, zu wünschen wäre es auf alle Fälle. Und damit kann man dann ja, seinen Träumen von einem Einfamilienhaus direkt erste Reihe am Beach, ja nicht begraben, aber vielleicht weiter träumen. Ob es jeweils für den Einzelnen von uns so kommen wird, das muss man sehen. Liebe Zuschauer, damit möchte ich das Video beenden für heute. Ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke vom Grundstücksmarkt und von den Möglichkeiten, die man hier hat, in Pattaya bekommen. Wenn dem so ist und euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Kanal abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr Fragen habt, die ich vielleicht noch beantworten kann zu diesem und anderen Themen, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Dann sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.